Hey Freunde, guckt mal, was hier aufgetaucht ist. Es sind einfach wähle nicht den falschen Huggy Wuggy. Oh, guck mal, wir haben hier einmal einen Kissimissi. Guck mal, wie gruselig die aussieht. Und dann haben wir noch einmal ein Huggy Wuggy hier. Und hä? Was ist das denn? Ist das etwa ein schwarzer Huggy Wuggy? Den haben wir ja noch nie gesehen, Leute. Und bevor wir, also, naja, einen Kopf auswählen, in welchen wir reingehen, schreibe ich erstmal einen Kommentar an die Abonnentenwand. So, bis gleich. Und da sind wir schon. Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr auch kein Video mehr verpassen wollt. Schreibt ein liebes Kommentar, wenn ihr auch wie die ganzen anderen Kommentare hier an der Wand stehen wollt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, Leute. Und heute kommt an die Wand Sabrina Chinkitz. Kannst du mich bitte an die Abonnentenwand hängen? Ich mag deine Videos. Wenn ja, könntest du dran schreiben, Tom? Na klar, ich schreibe jetzt Tom an die Wand. So, zack, ich nehme ein Schild. Und du kommst hier über Laura so. Und da stehst jetzt Tom. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Huggy-Wuggy-Köpfen. Oh, da sind wir wieder, Leute. So, mit welchem Kopf fangen wir denn an, Leute? Mit Kissimissi, Huggy-Wuggy oder mit den schwarzen? Ich glaube, mit den schwarzen Huggy-Wuggy machen wir erst später. Ich möchte jetzt erstmal in den normalen Huggy-Wuggy rein. Und, kommen wir hier überhaupt hoch? Wow, Leute, wir sind in dem Kopf von Huggy-Wuggy. Wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir hier? Hä? Hey, willkommen. Wenn du hier wieder lebend raus möchtest, dann musst du alle Hindernisse schaffen. Oh, Leute, Huggy Wuggy hält mich hier gefangen. Was mache ich denn jetzt? Na, wie komme ich denn hier raus? Hier ist ja nichts. Hier sind ein paar Schlüssel. Oh, die Tür ist ja abgeschlossen. Hier sind auch ein paar Schlüssel. So, aber die passen nicht, oder? Nee, die passen nicht. Sind hier Schlüssel? Ja, hier sind auch noch ein paar Schlüssel. Hä, die gehen echt nicht. So. Nee, die passen alle nicht. Wie kommen wir hier raus, Leute? Was machen wir jetzt? Unterm Teppich vielleicht? Ist hier unterm Teppich irgendwo was versteckt? Lass mal gucken, Leute. Oh, hier ist eine Truhe. Mit Dietrichen, Leute. Oh, damit hat Huggy Wuggy nicht gerechnet. Ich werde jetzt einfach die Tür aufbrechen. So. Zack. Ah, zwar bin ich nicht so gut in Schlösser knacken, aber ich schaffe das schon ohne Dandy. So, zack. Wo ist Dandy, wenn man ihn mal braucht? Ach, komm schon. So schwer ist doch das nicht. Aber ich hab's jetzt geschafft. Warte mal, ich hab was vergessen, Leute. Oh, ich hatte meine Ausrüstung vergessen, Leute. Oh, da war ja vor den Köpfen war ja eine Truhe. Mit Ausrüstung, so, zack. Hä? Hier sind ja ganz viele kleine Huggy-Wuggys und die sind ja böse. Die greifen mich an. Oh nein. Oh, was soll ich machen? Ich esse mal lieber einen Goldapfel, Leute, weil die machen echt sehr viel Schaden. So, zack. Oh. Ich frage mich echt, was dann bei Kissimissi wohl drin ist oder bei den dunklen, bei den schwarzen Huggy Wuggy. Den haben wir ja noch nie gesehen. Ich habe noch 3 Herzen. So, zack, 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 Leute, wir werden das schaffen. Wo ist Dandy, wenn man ihn mal braucht? Er ist bestimmt noch am Schlafen. So, zack, zack. Ah, komm schon. Ich schaff... Oh, wow, wow, die schubsen einen hin und her. Ich habe noch 2 Herzen. Oh, ich schaff das schon. Ist echt nicht fair. Wo ist Dandy? So, zack. Perfekt, den ersten habe ich ausgeschaltet. Ihr werdet mich nie besiegen, Huggy Wuggies. Okay, die machen doch echt sehr viel Schaden. Und der nächste weg. Und nur noch einen haben wir hier. Und zack. Komm schon, wir schaffen das. Oh, der hat einen Schlüssel fallen lassen. Ich glaube, der Schlüssel ist für die Tür hier. Ja, der funktioniert. Oh nein, jetzt ist hier so ein Jump'n'Run. Oh, ich bin noch nicht so gut in so einem Hindernisparcours. Oh, das ist echt knapp. Ich bin fast runtergefallen. Und da unten ist Lava, Leute. Oh nein, hier ist ein Riesen-Huggy-Wuggy. Wie, du hast mein Hindernisparcours geschafft? Jetzt musst du gegen mich kämpfen. Gegen mich hast du niemals eine Chance. Hä, was redest du, Huggy-Wuggy? Natürlich habe ich eine Chance gegen dich. Verschwinde von hier. Los, komm schon. Komm, los, verschwinde. Ich möchte jetzt noch Kissimissi und den schwarzen Huggy-Wuggy wissen, was da drin ist. Der macht echt sehr viel Schaden. Warum machen die alle so viel Schaden, Leute? Das ist echt sehr knapp. Komm, 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 noch den letzten Schlag. Bam. Hat er was fallen lassen? Ich weiß es nicht. Aber was ist denn hier in der Truhe? Oh, ein Laserschwert und ganz viele Diamanten, Leute. Das Laserschwert ist stärker als mein Eisenschwert. So, funktioniert der Schlüssel auch für die Tür? Ja, der funktioniert auch für die Tür. Und wir gehen jetzt wieder zurück. So, wow. Weil hier in der Truhe war meine Ausrüstung, Leute. Die habe ich vergessen mitzunehmen. So, wir haben jetzt den Huggy Wuggy gemacht. Jetzt würde ich aber liebend gern zu Kissimissi gehen.
Zu den schwarzen Hagiwagi gehen wir ganz zum Schluss, Leute. Bleibt dran, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und zack. Wow. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Warum ist hier ein Fisch? Wie überlebt der Fisch hier in diesem kleinen Wasserbecken? hier ist eine Truhe. Was ist wohl in der Truhe? Eine neue Ausrüstung? Oh nein, das bedeutet, dass hier härtere Gegner sind. Oh, hier sind sogar echt Kissimissis. Oh, die sind aber böse. Das ist nicht die richtige Kissimissi. Das sind nur kleine Kissimissis. Wo ist die richtige Kissimissi? Komm schon, wo seid ihr? Okay. Die machen echt sehr viel Schaden. Ich bin fast drauf gegangen. Oh nein, Leute. Ich hatte nur noch zwei Herzen. Warum sind die so heute so stark alle? Perfekt, Leute. Wir haben den ersten Raum geschafft. Aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Wir müssen hier aufpassen. Um jede Ecke kommt... Oh, und nicht schon wieder ein Jump'n'Run, Leute. Ich bin nicht so gut. Und jetzt auch noch so viel Lava. Komm schon. Und zack. Und guck mal, Leute, wie schnell ich das geschafft habe. Und... Aua! Hier sind ja überall Fallen. Ich muss ja echt aufpassen, wo ich hingehe. Guck mal. Ah, schon wieder eine Falle. Ist hier noch irgendwo eine Falle? Ich muss aufpassen. Nee, hier um die Ecke ist keine Falle. Und da ist ja jetzt Kissimissi. Hey, Buffalo. Du hast es jetzt geschafft. Du musst es gegen mich antreten. Ich habe schon von Hagiwagi gehört, dass du ihn ausgeschaltet hast. Hä? Na klar, dich werde ich jetzt auch ausschalten. Du bist doch für mich doch ein Kinderspiel. So, zack. Zack. Und ey, wir haben so ein Kissimissi schon zur Hälfte besiegt. Kommt schon, Leute. Nur ein, zwei Hits. So, ich möchte hier raus. Los, verschwinde. Was machst du hier? Und zack. Zack. Und verschwinde. Was hat sie denn alles fallen gelassen? Sie hat einen Amboss fallen lassen? Oha. Und ganz viele Erfahrungsflaschen. Okay. Zack. Schärfe 5 und Verbrennung? Warte mal. Wir verzaubern unser Laserschwert jetzt erstmal mit ganz viel... So, ich brauche ganz viel Erfahrung. Los. Das sollte jetzt erstmal reichen. Und das Laserschwert mit Verbrennung 2 und Schärfe 5. Guck mal, wie stark das jetzt ist, unser Laserschwert. Jetzt geht's aber wieder zurück. Was ist denn hier in der Truhe? Ein Smart? Hä? Ein Smart? Ist das etwa das Auto von Kissimissi? Wie passt sie denn da rein? Das ist doch viel zu klein. Okay, Leute. Wir haben jetzt schon Hagiwagi und Kissimissi erledigt. Und jetzt kommt nur noch der letzte. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben, Leute. So, zack. Wir gehen da jetzt rein. Oho, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wow. Hier sind ja echt... Oh, Herr Black Hagiwagi. Oh nein, hier sind echt schwarze Hagiwagis. Was machen die hier? Die sind stärker als die anderen. Oh, hier muss ich, glaube ich... Zum Glück habe ich jetzt ein stärkeres Laserschwert, Leute. Sonst hätte ich niemals eine Chance gegen die. Weil die nehme ich ja auseinander. So, zack. Kommt schon, verschwindet. Los. Oh, nein. Ich bin in der Ecke, ich komme hier nicht raus, Leute. Hilfe. Dandy. Wo bist du? Und... Aber hier sind vier Türen. In welche Tür... Welche Tür ist die richtige? Hier bin ich doch... Oh. Hä? Man wird ganze Zeit teleportiert. Hä? Wo muss ich denn hingehen? Ah, hier. Hier geht's weiter. Oh. Ich habe echt Angst. Ich weiß nicht, wie stark der neue Hagiwagi ist. Guckt ihn euch mal an, wie gruselig der ist. Oh, hier sind ja richtig viele. Oh, die werde ich jetzt alle ausschalten. Kommt schon, verschwindet. Die haben echt sehr viel Leben. Zum Glück habe ich ein Upgrade bekommen, so dass mein Laserschwert jetzt mehr Schaden macht. Sonst hätte ich das niemals geschafft hier. Zack. Verschwinde. Ich brauche einen Schlüssel. Ich komm nicht weiter. Hier ist eine Tür. Ich glaube, einer von den schwarzen Hagiwagis hat bestimmt einen Schlüssel. Sonst komme ich hier nicht weiter. Okay. Ich habe nicht mehr so viele Goldäpfel. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe überhaupt. Aber ich gebe mein Bestes. Ey, verschwindet. Leute, los. Zum Glück habe ich diese Prototyp-Rüstung. Ohne die Prototyp-Rüstung hätte ich niemals eine Chance gehabt. Hier sind noch zwei schwarze Hagiwagis. Hier, ich greife den nächsten auch noch direkt an. Dann geht das schneller. Und bis jetzt haben die noch keinen Schlüssel fallen gelassen. Wo könnte der Schlüssel versteckt sein, Leute? Aber hoffentlich droppt einer von den beiden den... Schlüssel. Aua. Die schubsen mich. Die machen echt sehr viel Schaden, Leute.
Okay, der erste ist ausgeschaltet. Haben die einen Schlüssel fallen lassen? Es sieht nicht so aus. Oh, da oben ist so ein Rahmen, aber wir gucken mal, ob hier irgendwo eine Truhe versteckt ist. Oh, da unten, guck mal, Leute. Da unten ist eine Truhe versteckt mit einem Hebel. Damit können wir die Tür aufmachen. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Oh nein, ein Labyrinth. Ach nö, ich verlaufe mich doch immer im Labyrinth. Oh, hier ist ein Huggy-Wuggy. So, zack. Oh, komm schon. Und zack. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich kenne mich doch in diesem Labyrinth nicht aus. Hä? Wo ist das Ende? Oh, hier ist noch ein Huggy-Wuggy. Da muss doch hier irgendwo das Ende sein. Wenn hier ein Huggy-Wuggy steht, dann muss ich doch ganz nah beim Ausgang sein. Nee, eine Sackgasse. So, hier auch. Nein, nee. Hier komme ich auch nicht raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, hier ist eine Tür. Oh, da ist der richtige schwarze Huggy-Wuggy. Guckt mal, Leute, wie riesig der ist. Oh, hey, Buffalo. Was machst du denn hier? Du hast es jetzt endlich geschafft, meine Hindernisse zu meistern. Es musst du nur noch mich besiegen. Hä? Na klar besiege ich dich. Ich habe schon deine Geschwister besiegt. So Kissimissi und Huggy-Wuggy. Als ob du, naja, als ob du so viel stärker bist. Aber der hat echt sehr viel mehr Leben, Leute. Guckt mal, der hält echt sehr viel aus. Der kriegt fast gar keinen Schaden. Oh nein. Aber ich brauche einen Schlüssel, um hier rauszukommen. Ich glaube, er hat den Schlüssel, sonst komme ich hier nicht raus. Komm schon, verschwinde. Gib mir den Schlüssel. Ich möchte wieder zurück in die Stadt. Und zack. Komm, und den letzten Schlag. Hat er hier einen Schlüssel fallen lassen? Ja, hier liegt ein Schlüssel. Und? Oh nein, jetzt muss ich hier noch so einen Hindernisparcours laufen. Wenn ich runterfalle, falle ich in die Lava und dann ist alles vorbei, Leute. Komm schon, wir gehen jetzt ganz langsam hier rüber. So. Jetzt bloß nicht runterfallen, Leute. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und wir haben es geschafft. Ein Jetpack haben wir bekommen. Wie cool ist das denn? Wow, Leute. Welches von den drei fandet ihr denn am besten? Kissimissi, Huggy-Wuggy oder den schwarzen Huggy-Wuggy? Also ich muss schon sagen, der schwarze Huggy-Wuggy war echt schon sehr cool von den drei. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Tschüss!